Hühnersuppe gab es bei zwei Gelegenheiten. Entweder war mein Vater krank oder das Huhn war krank. Es wurde schon alles verwertet bei uns. Wenn Sie heute ein Band Dröchbohnen kaufen auf dem Markt, ja, das ist fast so teuer wie Spargel. Das Lamm wurde aufgespießt und dann wird das ja mit Bier übergossen. Und danach kann ich mich an sehr viele rote Gesichter erinnern. Also, kam ganz gut an. Die Küche unserer Mütter und Großmütter erlebt gerade eine Renaissance. Dabei geht es um mehr als nur ums Kochen. Omas Küche ist Lebensgefühl und ein Stück Zeitgeschichte. Die Menschen und das, was sie essen. Man sagt, dass man das eine durch das andere versteht. Hinter den Deichen Schleswig-Holsteins, wo die Luft nach Meer riecht, hat die Kochkunst viel mit Landwirtschaft zu tun. Wer hier aufgewachsen ist, hat den Geschmack noch heute auf der Zunge. Ein Bauernhof auf Nordstrand. Elternhaus eines Mannes, der mit seinem Land tief verankert ist. Peter Harry Carstensen. Früher Schleswig-Holsteins Landesvater. So wahr mir Gott helfe. Ministerpräsident, herzlichen Glückwunsch. Ein Liebhaber norddeutscher Traditionen und der Küche seiner Kindheit. Den Hof hatte sein Vater vom Großvater übernommen. Einen Betrieb mit Milchvieh. Ja, was hatten wir? Wir hatten vielleicht 6, 7, 8 Kühe, die natürlich mit der Hand gemolken werden mussten. Wurde zwar die Milch auch an die Straße gestellt, dann kam ein Milchwagen, holte diese Milchkannen ab und die wurden dann zur Meierei gefahren. Aber wir haben auch selbst Sahne gemacht. Meine Mutter hat selbst Butter gemacht, das mache ich heute noch. Ich mache heute noch häufig selbst Butter. Das ist im Grunde genommen viel einfacher, als man denkt. Früher habe ich das mit so einem Stampfer gemacht in so einer Milchkanne, das ist sehr mühselig. Und heute mache ich das in der Küchenmaschine. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wir sehr häufig Dickmilch gegessen haben. Das war diese rohe Kuhmilch, die dann sauer geworden ist, dick geworden ist. Und oben war dann so eine Schicht mit Sahne. Und da kam dann so ein bisschen Zucker drauf. Und dann hat man Dickmilch gegessen, ein bisschen Zwieback dazu. Etwas, was man heute überhaupt nicht mehr so zumindest nicht mehr bekommt. Auch das kann man essen. Wer seine Kindheit in Eiderstedt oder Husum verbracht hat, kennt sie. Die saure Rolle. Rindfleisch in Pansen eingenäht, gebrüht und sauer eingelegt. Die friesische Variante des Saumagens. Eines meiner Lieblingsgerichte, ich bekomme sie heute noch bei einem Schlachter in Nordfriesland. Und wenn es saure Rolle gab, dann wurden dort Scheiben abgeschnitten. Und diese Scheiben wurden in Mehl gewendet und wurden dann gebraten. Und dazu gab es meistens gestofte Rüben, Steckrüben, gestoft. Also ein fantastisches Essen. Und der Rest von dieser Sauenrolle, die war ja viel zu groß, als dass man sie an einem Tag so essen konnte, kam wieder in diesen Topf rein. Und oben wurde flüssiger, geschmolzener Rinderteig aufgegossen, der wieder hart wurde und somit dann unten Essig drin und die sauren Rollen im Essig konservierte. Gestoft bedeutet gedünstet oder geschmort. Gestoftes Gemüse ist typisch norddeutsch. In dicker Soße mit Mehlschwitze, alternativ auch mit Milch oder Sahne gekocht. Im Herbst geht es vor allem darum, alles haltbar zu machen, was in Wäldern, auf den Feldern oder im Garten wächst. Sind die Einweggläser voll, kann der Winter kommen. Die Herausforderung war, dafür zu sorgen, dass man auch die Nahrungsmittel übers Jahr frisch oder ordentlich halten konnte. Das heißt, also Konservierung war gefragt. Es gab keinen Kühlschrank. Räuchern, einsalzen, einwecken, in Dosen bringen, das war das Problem. Eier gibt es jeden Tag frisch. Hühner sind früher auf allen norddeutschen Höfen ein Muss. Jeden Morgen werden die Nester inspiziert. Auf dem Carstensen-Hof ist das die Aufgabe des Vaters.
Manchmal kam er aus dem Stall und aus der Scheune und hatte wieder ein Hühnernest gefunden. Und dann kam er rein und sagte, Mensch, du kannst ein Nest von, du wirst selben Eier bin, die warte wohl noch nicht brötem. Und dann wurden die, von denen wir nicht wussten, ob sie angebrütet waren, sie waren meistens nicht angebrütet, aber die kamen dann mit in die Küche und die hat meine Mutter aber dann gesondert dann verwertet. Diesen Leckerbissen soll es schon im 17. Jahrhundert gegeben haben. Mehlbeutel. Man kennt ihn zwar in ganz Deutschland, aber eigentlich ist er ein Nordlicht. Dithmarscher Seefahrer sollen das erste Mehlbeutelrezept von ihren Turns mitgebracht haben. Möglicherweise eine Variante des englischen Puddings. Meine Mutter konnte fantastisch kochen. Sie kam aus Dithmarschen. Und die Dithmarscher essen ihren Mehlbeutel. Das ist ja ein Nationalgericht dort. Ja. Den essen sie ja auch mit vielen verschiedenen Dingen. Mit süßer Kirschsoße und Senfsoße und Speck, ausgelassenen Speck und Butter, ausgelassener Butter und Kanel und Zucker. Und so haben wir das auch gegessen. Das war also fantastisch. Manchmal bunten Mehlbeutel. Bunter Mehlbeutel ist derjenige, wo Backobst unten mit drin ist. Rosinen und Backpflaumen und Sonstiges da unten mit eingesetzt wurde. Je nach Region heißt der Mehlbeutel auch Mehlpütt, Großer Hans, Jan im Hemd oder einfach nur Pott. Man gart ihn in Wasser oder mit Speck und Schwarte. Deftig und süß zusammen heißt in Norddeutschland Broken Söd und ist in jedem alten Kochbuch zu finden. Zu Mehlbeutel gibt es Fleisch und Fruchtsoße. Als wir hierher zogen, waren hier unsere Nachbarn im Dorf ganz niedlich und machten zum Beispiel einen bunten Mehlbüttel. Darunter konnte ich mir ja nun gar nichts vorstellen. Ach so, ja, der ist mit Rosinen, ja. Und dann gibt es ja noch den schwarzen Mehlbeutel. Was? Da habe ich gedacht, das ist ein Schokoladenmehlbeutel. Und sie brachte mir so eine Scheibe und ich stellte den auch weg. Ach, denke ich, isst du heute Abend? Der war mit Blut hergestellt. Und das ist ja für mich ein No-Go. Marion Kiesewetter wächst am Rande von Hamburg auf. Zu Hause kommen Meeresfrüchte auf den Tisch. Ihr Vater ist Krabbenhändler. Bei ihren Großeltern wird traditionell gekocht. Ihre Mutter improvisiert lieber. Sie ist eine berühmte Tänzerin und nimmt ihre Tochter oft mit auf Tournee. Jeder Künstler hatte seinen Kochkoffer. Mit einer Kochplatte, einer kleinen Pfanne, einem kleinen Topf, ein Brett, Messer und Gabel, also Utensilien, mit denen du dir ein Essen bereiten konntest. Meine Mutter, die machte immer alles in einem Topf oder alles in einer Pfanne. Du kannst ja von Gemüseeintopf über Fisch, Bouillabaisse, über Gulasch, das ist ja alles möglich. Und dadurch ist sie auch so vielseitig geworden in ihrer Kocherei, weil wir ja ganz viel im Ausland waren. Und da wird nun mal anders zubereitet. Da gibt es andere Gemüse, da gibt es andere Gewürze, andere Kräuter. Die wachsen denen in die Fenster rein. Machst du in Süditalien das Fenster auf, da wächst dir der Oregano rein auf den Küchentisch. Das machst du nur so. Das ist doch einmalig. Zu Hause kocht Marion früh selbst. Und wenn ihr Vater Zeit hat, steht er am Herd. Aber er konnte nicht kochen. Der machte immer Pfannkuchen. Und er hatte sich Hühner angeschafft. Wir hatten 140 Legehennen. Das konnten wir gar nicht bewältigen, die Eier. Was sollten wir mit den Eiern machen? Ich weiß noch, dass er mir mal einen Pfannkuchen machte aus 14 Eiern, weil er die gerade aus den Nestern geholt hat. So ein dickes Ding, schmeckte gar nicht schön. Aber nebenan wohnte meine Oma und mein Opa. Und da bin ich dann meistens zum Essen rübergegangen. Da habe ich eigentlich immer Mittag gegessen. Und abends bonn mal meinem Vater dann Stulle. Die Mütter und Großmütter spielen die Hauptrolle auf den Höfen. Sie halten den Männern den Rücken frei, versorgen Haus und Hof, erziehen die Kinder und bringen das Essen auf den Tisch. Um 12 Uhr ist Mittag. Dann wollen viele hungrige Mäuler satt werden. Die große Familie und oft auch Saisonarbeiter. Was meine Mutter geleistet hat, das war schon gewaltig. Das war ja nicht nur, sich um die Kinder zu kümmern, nicht nur um die Küche zu kümmern und vor allen Dingen auch mit einer völlig anderen Küche. Nichts mit
Umluftherd und Mikrowelle. Sie musste aber auch melken, sie musste die Kälber mit aufziehen. Sie musste dann, wenn die Dreschmaschine da war, dafür sorgen, dass 15, 20 Leute, die bei der Dreschmaschine arbeiteten, auch was zu essen bekamen. Also es war ein bisschen mehr los als in einem normalen Haushalt, den wir heute so kennen. Meine Mutter musste morgens und abends ihre beiden Kühe melken. Aber meine Mutter ist trotzdem auch noch zu einem Landwirt gegangen, der in unserer Nähe wohnte und hat dort 6, 7, 8 Kühe gemolken, um dann für uns Kinder noch Milch mitzubringen, auch morgens und abends. Und wenn Sie wissen, was Melken für eine schwere Arbeit ist, dann war das ganz beachtlich. Tini Peters wächst auf einem kleinen Bauernhof in Ostfriesland auf. Viele alte Rezepte hat sie aufgeschrieben und in ihren Büchern für die Nachwelt gesichert. In ihrer Kindheit ist noch Krieg. Von dem heutigen Reichtum kann sie damals nur träumen. Das war für uns ein Mittagessen. Pellkartoffeln mit heißer Milch. Kam vielleicht noch ein Stückchen Butter rein und ein bisschen Salz. Aber geschmeckt hat es uns gut. Abends gab es meistens Buttermilchbrei. Und was ich am lustigsten fand, das war dann einfach Buttermilch mit Klatteglüches. Da wurde die Buttermilch so lange gerührt, bis sie kochte. Und dann nahm man eine Tüte richtiges Weizenmehl und kippte das auf einmal rein. Und dann entstanden solche Knubbel. Und wenn die gar gekocht waren und da kam Zucker dran, dann schmeckte das auch ganz gut. Im Garten bauen die Ostfriesen damals am liebsten Speckbohnen an. Und weil es noch keine Kühltruhen gibt, nutzen sie zur Konservierung eine jahrhundertealte Tradition. Mit einer Stopfnadel fädeln sie die Bontjes auf ein Band. Zum Trocknen kommen sie dann in die Küche oder unter das Dach. Kenner sagen, dass sie dadurch zur Delikatesse werden. 6 bis 8 Wochen reifen sie. Dann ist es Zeit für das ostfriesische Nationalgericht. Updrücht Bohnen. Früher war das arme Leute essen und heute ist es eine Spezialität. Wenn Sie heute so ein Band Drüchbohnen kaufen auf dem Markt, ja, das ist fast so teuer wie Spargel. Aber getrocknete Bohnen müssen eine Nacht eingeweicht werden und dann wird es auch am nächsten Tag gekocht, auch meistens mit Speck und Wurst und jeder so, wie er möchte. Und dann wird es mit Kartoffeln zusammengestampft. Es schmeckt wirklich köstlich. Es sieht nicht schön aus. In Großmutters Bauerngarten stehen verschiedene Gemüse. Unverzichtbar die Palme des Nordens, der Grünkohl. In Bremen und Braunschweig nennt man ihn Braunkohl. Geerntet wird er nach dem ersten Frost, weil er dann erst richtig schmeckt. Wie Grünkohl hört Speck und Mannigkeit, also Speck und Fröhlichkeit, sagen die Ostfriesen. Gegessen wird er je nach Region auch mit Kassler oder deftiger Wurst. Ein alter Trick. Wer die Strünke stehen lässt, kann im Winter ein zweites Mal ernten. Denn dann treibt der Grünkohl noch einmal aus. Besonders in der Nachkriegszeit hatte dieses Frühgemüse einen hohen Wert. Das war so ein wunderbarer, zarter Kohl, der ja auch sehr gehaltvoll ist und viele Vitamine hatte. Das nannten wir dann Sprutjekohl. Und das war ganz lecker. Und so haben wir uns eigentlich das ganze Jahr, auch im Winter, aus dem Garten ernährt. Aber es verunziert ja den Garten, weil die alten Stummel da stehen. Und heute ist es so, dass jeder seinen Garten so sauber leckt, damit alles schön aussieht. Weiß ich auch nicht wofür. An dem frischen Gemüse in den Gärten sind auch andere interessiert. Schädlinge wie der Kohlweißling. Wenn die Raupen schlüpfen, müssen alle ran. Mein Opa pflanzte immer Grünkohl an. Und dann sagte immer, Mausi, wir müssen los, wir müssen wieder Raupen sammeln. Weil die ganzen Grünkohlpflanzen waren voller Raupen. Und heute wird das alles weggespritzt. Und da wundern wir uns, dass vieles nicht mehr schmeckt. Die deutsche Kohlkammer liegt in Dithmarschen hinter den Deichen.
Vor über 100 Jahren entstand hier das größte Kohlanbaugebiet Europas. Weißkohl ist ein besonders gesundes Gemüse und aus Omas Küche nicht wegzudenken. Für Kohlrouladen, Eintöpfe oder Sauerkraut. Früher auf jedem Hof von Hand gemacht und in großen Töpfen gelagert. Als ich hierher zog, hatte ich den Ehrgeiz, Sauerkraut, das mache ich selbst. Ich mache es immer mit Weintrauben. Ich schichte Sauerkraut, Salz, Weintrauben, Sauerkraut, Salz, Weintrauben. Und dann stampfst dir einen Wolf, bis du nicht mehr kannst. Und dann legst du einen Teller oben drauf und ein Gewicht. Und dann lässt es erstmal eine Zeit lang stehen. Und dann rührst du wieder um. Und dann merkst du schon, langsam fängst fast an zu mussieren. Und dann entwickelt sich das. Also wir in unserer Familie benutzen den Kohl auch als Heilmittel. Gegen Prellungen, gegen Entzündungen, gegen Bronchitis, gegen Halsschmerzen. Ich mache zum Beispiel meinen Hustensaft immer selbst aus Kohlsaft in Verbindung mit Honig. Ein Wundermittel. Ein Schwein im Stall ist nach dem Krieg ein großes Glück. Es sichert die Fleischversorgung. Die Kinder dürfen beim Hüten helfen. Aber Schlachten, das übernehmen die Erwachsenen. Mein Lieblingsopa, der schlachtete jeden Herbst ein Schwein. Und dann kam der Hausschlachter und da hat er mich dann weggeschickt. Sagt er, das sollst du jetzt nicht sehen, aber jetzt müssen wir für das ganze Jahr, das müssen wir jetzt machen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich Fleisch essen will, dann muss auch ein Schwein dafür geschlachtet werden. Also die Küche sah aus wie ein Schlachtfeld. Und es wurde Wurst gemacht, es wurde Mettwurst gemacht, es wurde Blutwurst gemacht, es wurde Leberwurst gemacht. Leberwurst wurde eingekocht, wurden dann Dosen geholt, die dann gefüllt wurden. Und die wurden irgendwo hingebracht, wahrscheinlich zu unserem Schlachter, der dann mit so einer Deckelmaschine darüber ging und sie dann verschlossen hat. Das war ja damals noch in der Kriegszeit, kriegte man nur die Genehmigung für ein Schwein. Aber ein Schwein für eine Familie, das war nicht sehr viel. Und das wurde dann einfach offiziell angemeldet. Aber alle Leute hier um uns zu und wir selber auch, wir haben schwarz geschlachtet. Und manchmal geschah das dann mitten in der Nacht, dass es keiner sah und war am nächsten Morgen verschwunden. Das Schlachtfest war schon ein Fest. Nicht, denn wenn dann die Sau draußen geschlachtet wurde, wir hatten einen Hausschlachter, der das dann machte, und sie dann aufgeschnitten an der Leiter hing und dann kam irgendwann der Tierarzt, machte seine Trichinenbeschau und wir hatten vorher natürlich auch schon das Gehirn, da gab es immer ein bisschen Streit mit meinem Bruder, Bregen essen oder abends das erste Kotelett, das war also ein Erlebnis. Und wir sind damit aufgewachsen. Wir hatten kein Mickey-Maus-Verhältnis und kein Bambi-Verhältnis zu den Tieren. Auch beim Schlachten gilt, alles wird verwertet. Sogar das Blut wird aufgefangen. Für ein altes Gericht, das von den Speisekarten verschwunden ist. Schwarzsauer. Ich weiß, dass immer Blut gerührt wird, damit es nicht gerinnt. Blut rühren, 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 rühren. Ganz viele Gewürze, Kräuter, weiß ich nicht, was sie da alles reinmachen. Und dann eben Fleisch und auch Innereien. Also Nierenstücke sind da immer drin und so. Also ich kann es einfach nicht. Meine Mutter hatte etwas, was ich jetzt leider nicht mehr bekomme. Die kochte in das Schwarzsauer auch noch Nieren mit rein. Das war also ganz fantastisch, was sie dort machte. Wenn sie Schweinefleisch in Essigwasser kochen und dann Blut dazugeben, dann kriegen sie im Grunde genommen Schwarzsauer. Dann kamen noch Füße damit rein. Wir haben die wahrscheinlich auch gegessen. Ja, Schweinefüße. Aber das hatte etwas damit zu tun, damit es dicker wurde, damit es geliert. Berühmt ist auch der norddeutsche Schinken und das Räuchern, eine uralte Tradition zur Haltbarmachung. Früher nutzte man Karten zum Kalträuchern über Buchenholz. Ein halbes Jahr hängen Schinken und Würste im Rauch. Dann werden sie abgeholt und kommen zu Hause auf den Tisch. Wenn der Kuckuck ruft, darf der erste Schinken angeschnitten werden. Das war so ein Spruch, das ist dann so im Mitte Mai, sag ich mal, dann waren die Schinken ja besonders gut abgehangen.
Und manchmal hatte man Ende des Sommers ja noch ein Stück Schinken. Aber es gab es natürlich auch, dass so ein Schinken den Kuckucksruf gar nicht erlebt hat, weil die Leute hatten Hunger. Und wenn sie sonst nichts hatten, dann haben sie ein Stück Schinken gegessen. In den Hungerjahren nach dem Krieg kommen Flüchtlinge aus Ostpreußen, Pommern oder Schlesien nach Norddeutschland. Sie werden in Lager oder auf Bauernhöfen einquartiert. Die Lebensmittelrationen sind mager. Viele Kinder leiden an Unterernährung. Mir ist es mal passiert, dass ich sah, dass Leute trockenes Brot aßen. Dann habe ich gefragt, warum haben die denn keine Butter? Und dann hat meine Mutter mir erklärt, ja, das sind Flüchtlinge, die haben sonst nichts. Die freuen sich über ein großes Brot mit Familie, mit Kindern und auch wenn sie es trocken essen müssen. Aber sie hat mich dann immer persönlich beruhigt und hat gesagt, bald wird es auch sicher besser, dann haben die auch mehr. Das ist eine Erinnerung, die ich noch habe, dass also dann sie den Teller noch ableckten, um das letzte bisschen Fett und Nahrungsmittel dann auch noch mit aufzunehmen. Ja, das wurde gemacht. Meine Mutter hat immer gesagt, das tut man nicht. Aber diejenigen, die Hunger gehabt haben, aus dem Krieg kamen, im Krieg gewesen waren, auf der Flucht gewesen waren, die hatten sicherlich eine etwas andere Einstellung. Und manchmal, ich möchte nicht, dass wir wieder Hunger kriegen, aber ich möchte gerne, dass Nahrungsmittel bei uns etwas mehr wertgeschätzt werden. Auch die Steckrübe oder Wruke hilft in den schweren Jahren beim Überleben. Beliebt ist sie aber nicht. Ihr haftet der Ruf des Arme-Leute-Essens an. Erst seit einigen Jahren wird sie wiederentdeckt. Mein Vater, der natürlich die Kriegsjahre als Jugendlicher erlebt hat, hat immer berichtet, dass in der Zeit besonders viele Kartoffeln und Steckrüben gegessen wurden, weil das einfach das war, was da war. Und also Kartoffeln und gerade auch Steckrüben sind etwas, was kaum genossen werden konnte, weil einfach das verknüpft war mit einer Zeit des Mangels. Thomas Elroth ist studierter Mediziner. Er leitet das Institut für Ernährungspsychologie in Göttingen und erforscht unser Essverhalten. Auch die Frage, warum heute in Zeiten der unbegrenzten kulinarischen Möglichkeiten ausgerechnet Omas Küche wieder im Trend liegt. Die Küche von Oma oder die Küche der Eltern, wenn die schon älter sind, die beamt mich quasi zurück in eine Zeit, wo es einfach noch gefühlt viel mehr Gemeinschaft gab als heute und viel mehr Verortung und Stabilität und Sicherheit. Und das ist sicherlich ein wesentlicher Grund, warum wir uns einfach in einer Zeit der unendlichen Möglichkeiten, vielleicht auch der Haltlosigkeit, danach sehnen, nach einem gewissen Halt, Vertrauen und Sicherheit. Thomas Elroth wächst in den 60er und 70er Jahren auf, in einer großen Familie in Braunschweig. Wo ich mich heute noch gerne dran erinnere, das ist der tolle Kartoffelsalat, den eine Tante von mir gemacht hat. Die kam uns regelmäßig besuchen, hat eine große Schüssel mitgebracht. Und das war ein besonderes Rezept, was aus der Braunschweiger Region kam, mit Essig und Öl und Zwiebeln und Piment dabei. Und dieser Kartoffelsalat ist etwas, was mich auch wieder zurückbringt in meine Kindheit. Und dann denke ich immer an meine Tante, die mit der großen Schüssel und einem Handtuch oben drüber kam sie dann zu uns ins Haus und hat diesen Kartoffelsalat mitgebracht. Und wir Kinder haben das geliebt. Wenn es Würstchen oder Fleisch dazu gab, haben wir zwar auch gegessen, aber eigentlich der Star war der Kartoffelsalat. Im Braunschweiger Land wächst der Spargel besonders gut, weil der Boden dort so nährstoffreich ist. Im Mai werden die Stangen gestochen und landen frisch auf den Esstischen. Ich als Kind habe Spargel gehasst. Heute ist das so, wenn ich an Spargel denke, also heute esse ich Spargel. Ich esse den auch recht gerne, aber es ist kein Leibgericht von mir. Aber dieser Spargel bringt mich zurück in diese Situation, typischerweise im Mai, Anfang Juni, zu Hause in Braunschweig. Es war warm draußen und wir haben als Familie draußen den Spargel. Und zwar typischerweise in folgender Kombination: gekochter Spargel, roher Schinken dazu, Kartoffeln und zerlassene Butter. In der rückwirkenden Sicht ist das so viel positiver, als ich das damals wahrgenommen habe, weil ich dieses ganz warme Gefühl auch habe, ich bin eingebettet in eine Familie, es ist meine Kindheit, wir nehmen uns Zeit zum gemeinsamen Essen. Und das führt einfach dazu, dass ich das heute viel positiver bewerte. Damals war ich glücklich, wenn es keinen Spargel gab.
Mit dem Wirtschaftswunder der 50er Jahre braucht Deutschland Arbeitskräfte. Gastarbeiter kommen aus Griechenland, Spanien, Italien oder der Türkei. Viele holen später ihre Familien nach und damit auch ihre Küche. Der Dreisatz der Integration für meine Eltern lautete damals Koffer, Kühlschrank, Knoblauch. Also sind mit den Koffern hierher gekommen in der Hoffnung, mit der Idee, nicht so lange zu bleiben. Voller Kühlschrank, davon haben sie geträumt, weil der in Griechenland immer sehr leer war. Hier war der aber auch nicht besonders gefüllt. Und Knoblauch ist halt griechisches Basic, würde ich mal sagen. Weil die Eltern tagsüber arbeiten gehen, kommt Linda Zervakis gemeinsam mit ihren Brüdern zu einer Tagesmutter. Zu Tante Toni, die klassisch norddeutsch kocht. Bei Tante Toni gab es irgendwann Lapskaus. Das war schon neu und da habe ich mich nicht sofort dran gewagt, weil es ja einfach nicht so schön aussieht. Es sieht so aus, als hätte das schon mal jemand im Magen gehabt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. So. Und wenn der aber selbst gemacht ist, so mit roter Beete und dann mit der sauren Gurke, das war schon lecker. Also ich mochte das. Ich musste mich tatsächlich an den Anblick gewöhnen. Also dann merkte man auch auf einmal, das waren ganz andere Gewürze, ein ganz anderer Geschmack. Bei uns war es ja immer sehr viel, das wird ja der griechischen Küche leider auch nachgesagt, dass es immer total fettig ist und halt immer sehr viel mit Knoblauch. Und das war in der deutschen Küche nicht so. Also Kohlrouladen mit Knoblauch passt irgendwie nicht. Die Eltern arbeiten in Fabriken am Band. Erst in einer Fahrradfabrik, später bei einem Schuhhersteller in Hamburg. Als die Fabrik schließt, wird Lindas Vater arbeitslos. Dann bekommt er das Angebot, in Hamburg-Harburg einen Kiosk zu übernehmen und sagt zu. Auch die Mutter steht mit im Laden. Es war wie so ein Tante-Emma-Laden, man konnte da reingehen. Und sonntags hat man durch die Luke verkauft. Und wir hatten dann, ja, was man im Tante-Emma-Laden dann auch so hatte, also Fertiggerichte, aber auch so Aufschnitt und so weiter, das hatten wir alles. Und Feinstrumpfhosen, Sicherungen, Batterien, also ne, alles, was man so gebrauchen könnte, hatten wir. Und ja, das haben die in der Siedlung ganz gut angenommen. Zur Eröffnung grillt Lindas Vater ein Lamm. Eingeladen ist die gesamte Siedlung. Es soll sich herumsprechen, dass man Bier und Snacks jetzt bei Christos kauft. Und nebenbei gibt's Nachhilfe in griechischem Essen. Knoblauch inklusive. Höhepunkt der Veranstaltung? Das gegrillte Lamm. Das wird zwischendurch immer mal wieder mit Bier übergossen, bis es schön knusprig wird und innen schön saftig. Dazu gab's griechischen Krautsalat und ja, die eine oder andere Flasche Wein und Wasser natürlich. Und Uso, daran kann ich mich noch erinnern. Und danach kann ich mich an sehr viele rote Gesichter erinnern. Also, kam ganz gut an. Beim Tanz nach dem Essen sind die Harburger längst warm mit der griechischen Lebensart. Den Kiosk wird Familie Zervakis viele Jahre betreiben. Nicht nur die neuen Einflüsse verändern das Leben, auch die Einkaufsmöglichkeiten. Supermärkte findet man bald an jeder Ecke. Einkaufen und Kochen geht jetzt schnell. Omas Küche ist ziemlich out. Meine Mutter berichtete irgendwann, es muss Anfang der 70er Jahre gewesen sein, da kommt sie vom Einkaufen zurück und sagt, es gibt was Neues im Supermarkt. Und das war die Tiefkühlpizza. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das irgendwann mal nicht da war und dass das irgendwann mal irgendjemand erfunden hat. Das war so eine Teigplatte mit irgendwie den Tomaten und Käse da drauf. Und was wir damals nicht hatten, war der tolle Vergleich zum Italiener. Und als ich das dann kennengelernt habe, da hat man sehr deutlich den Unterschied feststellen können zwischen Tiefkühlpizza und der Pizza, so wie der Italiener sie dann tatsächlich machen kann. Und das ist einfach ein richtig großer Unterschied. Linda Zervakis geht in Hamburg-Harburg zur Schule. Nachmittags und an den Wochenenden hilft sie ihren Eltern im Kiosk und bedient auch ihre Mitschüler. Die Hamburger Kinder wollen Süßigkeiten, besonders die bunten Tüten für ein paar Pfennige. Ich habe die bunten Tüten benutzt, um mich bei meinen
Mitschülern so ein bisschen einzuschleimen. Ich bin ja irgendwann aufs Gymnasium gekommen und da hatte ich mit vielen Schülern zu tun, die so aus der gehobenen Mittelschicht waren. Also ich hatte viele Rechtsanwaltskinder, Ärztekinder, die hatten entsprechende Markenklamotten an, ich nicht. Man hat früher einfach schon gesehen, wer kein Geld hatte und wer Geld hatte anhand der Kleidung. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie mich deswegen vielleicht nicht aufnehmen würden in ihre Kreise. Also habe ich bunte Tüten gepackt und habe die dann in der großen Pause an meine Mitschüler verteilt. Und siehe da, sie sind auf diesen billigen Trick reingefallen. Und ich hatte keine Probleme, das war ganz gut. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gerne eine bunte Tüte. 1,50 Euro. Zwei Salinos. Wenn Linda Zervakis heute in einen Kiosk geht, leben die 80er Jahre wieder auf. Was anderes kommt ihr nicht in die Tüte. Ganz wichtiger Bestandteil ist bei mir Lakritz, also Salinos oder diese kleinen Brezeln mit Zucker, 1 plus. Dann diese Pfirsiche, die kleinen Frösche, Pommes. Ich weiß, also ich bin nicht der größte Freund von weißen Mäusen, aber die machen sich in jeder bunten Tüte gut und jeder hat sofort ein Bild davon. Dann gab es diese Erdbeeren, die drin so schaumstoffmäßig waren. Und es gab Esspapier-UFOs. Während in Hamburg die bunten Tüten über den Tresen gehen, biegen sich in Ostfriesland die Tische unter Kuchen und Torten. Die schönsten Kreationen gibt es bei Tini Peters, die sich in den 80er Jahren selbstständig macht. Auf der Terrasse ihres Hauses eröffnet sie ein Lokal. Tinis Sommerköken. Wir haben vom ersten Tag ab so viel Arbeit gehabt, aber erst nur Kaffee und Tee und selbstgebackenen Kuchen. Aber dann hat sich das ganz schnell gesteigert, dass man dann Brote gab und vor allen Dingen habe ich Bratkartoffeln gemacht, also hunderte Portionen Bratkartoffeln in so kleinen Pfännchen mit einer Gurke und Ei durchgerührt, so wie Bauernfrühstück. Und das lief wie sonst was. Mit Branntweinrosinen feiert man in Ostfriesland die Geburt eines Kindes. Tini Peters entwickelt für ihre Sommerköken eine Torte mit Bontjesupp und erfindet damit einen ostfriesischen Dauerbrenner. Vor allen Dingen haben wir Ostfriesentorte gebacken. Und zwar nur einen Boden. Und dann haben wir einfach, meine Tochter und ich, gesagt, was, wir füllen eine Torte mit Rumrosinen oder Branntweinrosinen mit Sahne. Und dann wollen wir ihm gucken. Und wir hatten zu der Zeit auch eine Sahnemaschine. Das war überhaupt nicht aufwendig mit der Arbeit. Wir hatten in 7 Minuten eine Torte fertig. Dass es bei Tini schmeckt, spricht sich herum. In ihre Sommerköken kommt sogar der prominente Chefredakteur des Stern. Der berühmteste so hier aus unserer Gegend, das war Henry Nann. Er hat Zuckererbsen gehabt mit Schinken und Klütje, so wie wir das auch ostfriesisch anbieten. Ich habe alle Nachbarn erstmal belabert, dass ich Zuckererbsen kriegte. Ich selber hatte ja keinen Garten. Und die gekauften Erbsenschoten, die eignen sich nicht dafür. Also ich musste hiesige Zuckererbsen haben, die dann auch dazu bereit waren. Die Winde lauschten schaurig und Wellen. Und am Ende haben wir dann Lieder gesungen. Meine Tochter hat Gitarre gespielt und wir haben Volkslieder gesungen. Und da tat er sich ein bisschen schwer. Aber bis zum Schluss haben wir dann gemeinsam gesungen. Mariechen saß weinend im Garten. Und das begleitet uns heute noch. Norddeutschland. Das ist auch endlose Weite und riesige Felder. In Mecklenburg-Vorpommern wächst Sieglinde Schröder in der Nähe des Schalsees auf. Ihre Familie betreibt eine kleine Landwirtschaft. Ich würde sagen, das Leben hat auf dem Feld, im Stall und in der Küche stattgefunden. Vielleicht ein bisschen noch im Wohnzimmer, aber wenig, weil die Großmutter, die Mutter und auch alle, die immer wieder zu Besuch waren, haben immer in der Küche gearbeitet. Entweder wurden die Sachen aus dem Garten
geputzt und geschnitten. Und dann die Mutter stand am Herd und hat daraus ein leckeres Essen gemacht. Und ich als kleines Kind natürlich immer auch in der Küche. Der Großvater baut Kartoffeln an. Bei der Ernte hilft die ganze Familie. Auch die Kinder müssen ran. So ist es damals üblich. Die Väter kümmern sich um die schwere Arbeit. Säcke schleppen und einkellern. Hier unten in unseren heutigen Weinkeller. Über so eine Schütte wurden die in den Keller hineingeschüttet. Und wir mussten dann ab und zu mal runter und die dann ja wieder mal durchsammeln wegen der Keime, was man nicht so gerne tat, ne? Sehr dunkel. Und dann die vielen Kartoffelgerichte. Kartoffelpuffer, Bratkartoffeln, Stampfkartoffeln in der Hitze natürlich auch für die Männer. Stampfkartoffeln mit Buttermilch und dann ein gebratenes Ei dazu und frischen Schnitzsalat aus dem Garten. Und da haben sie ihren Speck gehabt, den sie ja aus ihrer Räucherkammer geholt haben. Und dann in der warmen Zeit, kann ich mich erinnern, wurde sogar der Speck noch in ein Tuch gewickelt und kam in den nicht beheizten Ofen. Alles ändert sich mit der Zwangskollektivierung in der DDR der 50er Jahre. Die Bauern müssen ihre Güter in LPGs, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, einbringen. Gerätschaften, Maschinen, Tiere und ihr Land. Ein historischer Augenblick. Der letzte Grenzstein wurde beseitigt. Der letzte Bauer des Dorfes trat der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft bei. Die trennenden Reine verschwinden. Die weiten Felder werden nun auf sozialistische Weise bestellt. Erstmal grundlegend verändert war das schon 58, 59 mit der Zwangskollektivierung, dass praktisch meine Eltern keinen Bauernhof mehr hatten. Und dass alles vom Hof geholt wurde, die Pferde wurden vom Hof geholt, die Kühe wurden vom Hof geholt, die Geräte wurden in dieses große Kollektiv eingebracht. Und diejenigen, die sich gewehrt haben dagegen, sind ausgewiesen worden, sind auch zum Teil abgehauen. Für meine Eltern eine ganz schlimme Sache. Die haben gesagt, warum haben wir so viel Zeit verwartet? Warum haben wir uns das alles gefallen lassen? Warum sind wir nicht gegangen? 1961 wird die deutsch-deutsche Grenze gebaut. Sie läuft von Elbe bis Oder und teilt auch den Schalsee in Ost und West. Mit Stacheldraht und Selbstschussanlagen. Ganz in der Nähe übernimmt Sieglinde Schröders Mutter Ende der 60er Jahre ein Gasthaus und kocht deftige regionale Gerichte. In diesem 250 Jahre alten Haus betreibt Sieglinde Schröder heute selbst eine Gastwirtschaft und kocht, genau wie ihre Mutter, mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Hier baut sie das an, was sie von früher kennt. Ich kann mich nur erinnern, dass wenn viele, viele Früchte im Dorf waren, also der eine hatte ganz viel Pflaumen, der andere hatte ganz viel Äpfel, dann hat man getauscht. Dann ist man dahin und hat gesagt, du kannst du mir 3 Körbe Pflaumen, dafür kriegst du von mir so und so viel Körbe mit Äpfeln. Und der eine hat einen großen Zuber, da kochte man das Pflaumenmus drin. Und da musste man als Kind natürlich auch mal aufpassen, dass das mit dem Rühren, mit diesem Pflaumenmus, dass das nicht anbrennt. Da wurde richtig viel gemacht und das wurde dann auch untereinander noch ein bisschen verteilt. Und das wurde dann eingeweckt und kam wieder in den Keller, da stand es denn. Im Laden einzukaufen bedeutet in der DDR Schlange stehen und hoffen, dass man das bekommt, was man braucht. Mangel ist an der Tagesordnung. Sagen Sie, haben Sie Kirschen da? Nein, die sind schon ausverkauft. Wenn Sie jetzt diesen Stand sich ansehen, was haben Sie für einen Eindruck? Naja, Obst fehlt hier an und für sich, ne? Anfang der 70er Jahre war das ja mit dem Mangel schon deutlich. Da gab es also schon mal nur montags das und das in den Geschäften. Da gehst du freitags einkaufen, da sagst du, gut, du holst jetzt ein bisschen Gehacktes, du hast hier 20 oder 30 Mark in der Tasche, kaufst für deine Familie ein und dann kommst du wieder mit einer Wäscheleine und einem Plastikeimer, weil es das gerade gab. Und das andere, naja, da müssen wir mal gucken, was wir machen. Da haben wir ja auch noch einen Garten, da haben wir dann ja auch noch was. Und Spiegeleier kann man ja immer machen. Auch Fleisch ist Mangelware.
Hühnermastbetriebe sollen Abhilfe schaffen und züchten Hähnchen, die in 10 Wochen 1,5 Kilo Schlachtgewicht erreichen. Der Broiler ist die DDR-Version des Wiener Waldhähnchens. Der Broiler, ne? den dürfen wir ja gar nicht vergessen. Und die Kettwurst darf man auch nicht vergessen. Ein Brötchen mit einem Loch und da kommt diese Wurst rein, da kommt so Ketchup drüber und dann wird das so imbissmäßig verkauft. Haben wir mal ab und zu gemacht, weil wenn wir nach Schwerin waren, haben wir natürlich die Kettwurst gegessen, haben wir auch unseren Broiler, ne, schmatzend haben wir dann gesessen und dann lief uns hier schon das Paprika-Zeug dann von den Wangen. Aber das hat auch zu tun mit dem Mangel. Als nach der Wende die alte Gaststätte zum Verkauf steht, denkt Sieglinde Schröder nicht lange nach. Sie kauft das Haus, renoviert und startet neu durch. Innerhalb von 2 Stunden habe ich gesagt, das nehmen wir. Ohne darüber nachzudenken, ob das, wie das wirtschaftlich ist und wie das mit dem Personal. Nichts. Ich habe nur die Freiheit im Kopf gehabt, habe die Arme hochgerissen und habe gesagt, Gott sei Dank ist der Spuk vorbei und wir können endlich die Ärmel hochkrempeln und können anfangen. Von Anfang an kocht sie, wie sie es bei ihrer Mutter gelernt hat. Für ihre Bratkartoffeln ist sie längst in der Gegend berühmt. Ihre Gäste kommen, um wie beim Muttern zu essen. Ich bin mit richtig guten Nahrungsmitteln aufgewachsen. Deswegen macht mir das heute immer ein bisschen Angst, wenn ich denke, oh, unsere gute Nahrung, was wird damit? Und ich halte so viel wie möglich noch an dem Alten fest und versuche doch, das so noch ein bisschen hinzukriegen. Aber ohne meine Kindheit und ohne diese kulinarische Kindheit, sag ich mal, hätte ich das auch nicht geschafft, weil ich immer gedacht habe, das hat denen damals schon so gut geschmeckt, lass uns das mal weitermachen. Regional, saisonal und bio. Das alles war in Omas Küche selbstverständlich. Die alten Gerichte kommen wieder. Für die einen eine echte Neuentdeckung, für die anderen schlicht der Geschmack ihrer Kindheit. Ein Duft erinnert mich doch sofort an irgendetwas, wo ich sage, oh, es riecht genau wie bei meinem Opa eben gerade, ne? Und dann ist es wieder weg. Und so ist es doch auch bei alten Gerichten, wo du in die Küche kommst und sagst, oh, ich weiß, das hat meine Tante immer so gekocht, zeig mal eben. Und das ist doch was Wunderbares. Ich glaube, die Tatsache, dass ich in 2 Kulturen groß geworden bin, also sowohl zu Hause als auch bei Tante Toni, hat dazu geführt, dass ich offen bin für viele neue Gerichte, kulinarische Abenteuer und einfach gerne esse und gerne ausprobiere. Und das ist bis heute so geblieben. Ich gehe mit einer solchen Freude im Supermarkt an den Obstständen und an den Gemüseständen vorbei. Das ist ein buntes Bild und diese Vielfalt, die haben wir früher nicht gekannt.